Herzlich willkommen zu Cooking with Robbie. Wir sind heute, oder ich bin heute zu Gast bei Simon in Ilmenau. Und gemeinsam wollen wir versuchen, oder versuche mehr oder weniger ich, ein echtes Thüringer Gericht zu zaubern. Ne? Emmas feine Thüringer Kartoffelklöße. Dazu ein Stück Fleisch. Zu den Klößen Rotkraut. Echter Thüringer Rotkraut. Ne? Zusätzlich gibt es feinen Chicorée, echten deutschen Chicorée aus dem Pennymarkt. Ohne jetzt auf das Rezept zu gucken, würde ich sagen, man nimmt den Teig und fängt da einfach mal munter an zu kneten. Böse hinein. So, also die Knödel kommen jetzt. Upsala. Mensch, glitschig sind die. Die kommen jetzt ins Wasser. Hoffentlich lösen sie sich da drin nicht auf. Mmh. Interessant. Dann nehmen wir die doch am besten wieder raus. Eins, zwei. Ich wusste natürlich, dass Knödel aufgehen und die doppelte Größe annehmen. Was ich Ihnen damit hier nur demonstrieren wollte, auch in so einer solchen schwierigen Situation sind sie normalerweise als guter Koch in der Lage, die Situation zu retten. So, der Gulasch ist natürlich schon... Oh, das ist natürlich eine Überraschung. Also ich würde jetzt spontan sagen, das ist Rindfleisch, das ist Schweinefleisch oder Pute. Sofern es möglich ist, würde ich Ihnen raten, Ghee zu verwenden. Also Ghee ist entrahmte Butter. Besser als jegliches Öl. Ja, und schmeckt auch vor allem gut. Gut, also das Olivenöl in der Pfanne etwas erwärmen. Nebenbei können wir uns bereits um den Chicorée-Salat kümmern. Die probieren, das sehe ich einfach, gehe ich davon aus, der schmeckt. Also um einer Salatsauce ein gutes Aroma zu verleihen, kann man im besten Fall Orangensaft nehmen. Wenn man das nicht im Haus hat, Apfelsaft tut es auch. Jetzt geben wir so langsam das Rotkraut bei. Ja, wie machen wir das am besten? Lassen Sie sich hier nicht irritieren, wenn Sie natürlich eigenen Rotkohl machen müssen, dann entsprechend noch würzen. Hier gehe ich davon aus. Dass es sehr gut schmeckt. So, und zwar haben wir hier unsere zwei Portionen. Kartoffelklöße mit Rotkraut und Gulasch und dazu ein feiner sommerlicher Salat. Guten Hunger! Liebe Zuschauer, ich könnte Thüringer werden.